Yo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Euclides Gaming TV. In dieser Folge möchte ich euch mal gerne zeigen, wo es einen Mutant bzw. einen Superzombie gibt, der instant wieder respawnt, bzw. der halt, ihr wisst das ja, ihr tötet einen Superzombie und habt halt erstmal ein paar Minuten Ruhe. So, die spawnen halt erst nach 10, 15 Minuten wieder, wenn es hochkommt. Dieser Superzombie allerdings da hinten, den ich gerade anvisiere, der spawnt komischerweise sehr, sehr, sehr viel früher, beziehungsweise hat sogar teilweise einen Instant-Respawn. Manchmal auch so einen Respawn von einer Minute, manchmal von zwei Minuten, aber länger dauert es meistens nicht. So, als allererstes setzen wir mal hier unsere Dinger dran. So mache ich das Verfahren einfach mal da rein. So, Magazin sollte ich vorher natürlich auch noch wechseln. So, einmal weg damit. Ein neues rein. Und ja, Leute, wir befinden uns übrigens, das ist das Wichtige daran, wir befinden uns gerade in Colorado Version 1. So, das ist jetzt hier ein Privatserver, PvE-Server, ich bin jetzt hier gerade alleine drauf, perfekt, um euch das zu zeigen. Und wir befinden uns im Boulder City. Da sind wir und ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal hin, versuchen, so gut es geht, unentdeckt zu bleiben. So, ich will eigentlich ungern jetzt sterben. Kann ich dann aber letzten Endes auch gar nicht verhindern. Bin gespannt, in was für einem Radius der uns sieht. Aber ich habe eigentlich echt keinen Bock auf den, Leute. Aber egal, wir riskieren es einfach mal. Ja, wir sterben können wir ja nicht. So, geschafft haben wir's. Ich gönne mir mal gerade Medipack, bevor ich sterbe. So, und insgesamt gibt es hier drei Superzombies. Die anderen sind da. Da ist einer und ich glaube hier. Ich weiß gerade nicht genau wo. Und ja, ich würde sagen, den ballern wir jetzt weg und dann könnt ihr euch mal anschauen, wann er wieder respawnt. So, das dauert einen kleinen Moment. Ihr wisst Bescheid, nicht? So, Superzombie ist tot. Ihr habt gesehen, er stand da. Und er hat sogar eine Sniper gedroppt, wie ihr sehen könnt. So, einmal gerade das ganze Kleinviech hier beseitigen. So, was haben wir? Eine Mauser SP66. Heavy Armor nehme ich noch mit. M249. Ja, haben wir gerade verschossen. Also heben wir das natürlich auch wieder auf. MRE nehmen wir mit. Und der Rest ist eigentlich Müll. So, wie viele Sekunden sind vergangen? Bis jetzt? 10, 15, 20 Sekunden? Irgendwie so. So, wir warten einfach mal. Oh, Alte, still mir nicht so ins Ohr. Meine Fresse, das kann ja keiner ab, ey. Wo bleibt er? Hallo, hallo. Oh, da ist er ja schon wieder. Leute, das ging aber schnell, oder? Na ja, egal. Dann würde ich sagen, testen wir das Ganze doch jetzt einfach nochmal. Hallo. So. Und wieder töten. Ob er uns wohl wieder eine Sniper droppt? Ich bin mal gespannt.
So, ich sehe da bis jetzt, glaube ich, keine Sniper direkt. Oder vertue ich mich? Nein, es liegt leider keine Sniper drinne. Irgendwas anderes Brauchbares? Eine PKM können wir uns mitnehmen eigentlich. Ja, 100 Schuss. Warum nicht, ne? So, den Rest lassen wir mal einfach liegen, weil Leute, ich habe davon so viel, ihr glaubt's mir gar nicht. Ihr habt davon so viel, ihr glaubt es mir echt nicht. So, dann gehen wir mal wieder hier drauf. Und dann warten wir mal, bis der nächste kommt. Den nächsten töten wir auch noch und dann würde ich sagen, ist die Folge auch schon zu Ende. Allerdings, wie gesagt, Leute, Privatserver PvE, Colorado V1, Boulder City an dieser Stelle. Und zurzeit ist sowieso noch das Weihnachtsevent bis zum 31. Dezember. Sprich, doppelt Erfahrungspunkte, doppelt Geld für jeden. Und wenn jetzt jemand von euch Premium hat, dann habt ihr ja schon doppelt alles, ne? Aber dann habt ihr alles vierfach. Sprich, ihr tötet einen Super-Zombie und ihr bekommt 10.000 Erfahrungspunkte für einen Super-Zombie, Leute. Und ein Monat Premium kostet euch umgerechnet 2 Euro. Also schlagt zu, ganz ehrlich. So, und wenn es hier um Zombies geht, ne? Also, ich sag mal so, Leute. Da müsst ihr euch nur kurz umschauen. Die meisten Zombies droppen ja auch immer Handgranaten und sowas. Oh, er ist schon wieder da. Das ging aber auch schnell. Das hat jetzt auch keine Stunden gedauert hier. Da ist er ja schon wieder, unser guter Freund. So, dann töten wir ihn einfach nochmal. Und wieder 5000 Erfahrungspunkte. Ja, Leute, wie gesagt, ne, ich würde sagen, das Zeug looten wir da jetzt noch einmal weg. Weil ich kann das voll nicht ab, wenn die einen so ins Ohr stöhnen. Ihr geht mal ein bisschen weg, yo, ihr geht mir voll auf den Sack, ihr macht ja voll die Aufnahmen hier kaputt, Leute. So, dann gucken wir jetzt einfach mal, was haben wir hier? Heavy Armor, nehme ich immer gerne mit, warum nicht, ne? So, DX-Bandagen gönnen wir uns auf jeden Fall auch. Die PKM nehmen wir immer mit, denn das gleicht sich dann ein wenig aus. Wenn ihr dann die 100 Schusswaffen, Magazine für die Superzombies hier verbraucht, dann bekommt ihr halt auch relativ guten Loot eigentlich wieder. Hier vorne bei dem Auto ist normalerweise noch ein Spawnpunkt für eine Premium Case, bis hin zu einem normalen Item Case oder halt einem Item Box. Und ja, Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat oder weitergeholfen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Habt ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, dann abonniert meinen Kanal und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Seht auch, ihr bekommt dann natürlich auch direkt, wenn ihr das möchtet, eine Benachrichtigung aufs Handy zum Beispiel. Seht, wenn ich gerade streame oder live bin oder sowas halt. Würde mich freuen. Ich würde sagen, ich bin raus. Macht's gut. Peace.